Ah, da ist wieder so ein Wissenschaftler. Sorry! Du spielst im falschen Team mit. Energiezellenfinger. Obwohl, also rein vom Logischen her, sollte ich ja hier richtig gut aufräumen. Weil es hier so viel... Was? Die Alte schießt auch noch auf mich, okay. Das ist ein Todesurteil, sorry. Eigentlich sollten wir hier richtig gut aufräumen, weil die alle Laserwaffen und so haben und wir richtig schön Muni abgreifen können. Colonel Autumns Schlafzimmer. Oh Gott. Ja, da muss ich das Schlafzimmer suchen. Wo ist die andere Leiche hingefallen? Dahinter, wie soll ich die denn... Ah, doch, so. Energiezellen, sehr schön. So, der eine Wissenschaftler ist hier links lang gerannt. Glaubt man nicht, dass ich das vergessen habe. Wo bist du, Mädel? Komm raus, wo auch immer du steckst. Oh, der hat Angst vor uns, Leute. Hä? Was? Wieso? Wieso habe ich denn so wenig Chancen gehabt, den zu treffen? Das war doch nur so ein gewöhnlicher Knecht eigentlich. Ja, okay. Eigentlich sollten wir jetzt hier Storage-Quartiere, okay? Leute, wollen wir die Vault, also die Vault, sag ich schon, wollen wir das hier mega krass durchsuchen oder wollen wir einfach die Quest machen? Ihr könnt sagen, wir können halt schön viel Muni abgreifen hier und wir können hier die Wackelpuppe abgreifen, wenn wir alles richtig machen. Ich weiß aber nicht, ob ihr Bock habt, hier so lange in der Vault abzuchillern oder ob ihr sagt, ne, bleib mir weg mit der Vault, ey, krieg ich Blitzherpes. Oh, moin. Wisst ihr nicht, dass ich euch zu der Party hier eingeladen habe? Der Stream war eigentlich nur für geladene Gäste. Sorry, Jungs, ihr beiden seid raus. So, Plasmagewehr, das muss auf jeden Fall mitgenommen werden. Denn mit den Plasmagewehren können wir unser Plasmagewehr, das wir gerade in der Hand halten, Muni abgreifen. Na logisch, alles mitnehmen. Alles klar, looten und leveln, looten und leveln. Räumen die Bude aus. Okay, Leute, das ist, würde ich mal sagen, ein eindeutiges Ergebnis. Ja? Ihr wollt die Enklave hier bluten sehen. Okay, so lobe ich mir das. So, ey. Nimm das Plasmagewehr in die Hand. Boy. Was ist das denn hier für ein Raum? So ein Taktikding, okay. Das ist der Kontrollraum. Oh, scheiß die Wand an. Ach so, warte mal. Das hier ist schon das Zimmer von dem... Ja, okay, hier müssen wir hin. Alles klar. Dann lass uns nochmal eben zurückgehen. Und ein bisschen aufräumen. Um zu schauen, wo der andere... Ich komme nicht mehr zurück. Ah, warte. Ich habe hier gespeichert. Ha, like a pro. Endlich mal was richtig gemacht. So, wie kann ich das hier wegmachen? So nicht schon mal, okay. Ah, indem wir hier hacken wahrscheinlich. Leute, ihr wisst, was das bedeutet, ne? Jetzt ist wieder eure Gelegenheit hier mit zum Hacken. So, ich würde sagen, wir fangen wieder mit einem Ing-Wort an. Zum Beispiel mit Reminding. Einen korrekten nur. Ach du Heilige. So, gut, dann müssen wir gleich wahrscheinlich nochmal raten. Also, Reminding hat nur einen richtig. Es ist kein Ing-Wort. So viel steht schon mal fest. Vielleicht gibt es ja gar nicht so viele Ing-Wörter gleich, wenn wir fertig sind hier mit dem Hacken. Ich mach das und ihr schaut schon mal auf die Möglichkeiten. Also, schlechter kann man ja fast gar nichts wählen, ey. Hier ist noch was...
Hier ist noch etwas. Okay, also, Reminding hatte nur einen korrekt. Announces. Resources kann es nicht sein, Matze, weil Reminding hätte ja RE auch am Anfang. Announces könnte es aber theoretisch sein, deswegen probieren wir es. Oh, auch nur ein korrekt. Announces. Announces ist nur eins korrekt. Announces. Schauen wir mal. Also, Ingwort kann nicht sein. Ingwort kann nicht sein. Announces war falsch. Generator. Announces. Announces. Könnte es sein. Ingwort. Ingwort. Mechanism. Announces. Ingwort. Religions. Absorbing. Wir könnten Announces... Ah, ne, habe ich ja gerade. War nur einer richtig. Generator könnten wir probieren. Warte mal. Generator. Ja, alles klar. Es ist Generator gewesen. Sauber, Leute. Gut gemacht haben wir das wieder. Wieder das richtige Passwort eingegeben, ey. Beginning konnte es nicht sein, weil wir das... am Anfang gewählt hatten und da gesagt wurde, dass es falsch ist. Ganz liebe Grüße von Steffi und ihrem Chat an dich, Grants, und natürlich auch an den ganzen Chat hier. Yay! Liebe wird hier über die Channels hinaus verteilt. Sehr schön. Ich hoffe, Steffi hat auch Spaß bei ihrem Stream. Liebe Grüße zurück, aber du hast ja, glaube ich, eh schon gegrüßt gehabt. So, Absperrung deaktivieren. Und dann können wir hier auch noch wieder looten und leveln. Was macht Steffi eigentlich gerade? Sims? Oder etwas anderes. Lasergewehr, das lassen wir hier. Die Mikrofusionszellen. Ah, hier ist die Wackelpuppe für die Energiewaffen, ja schon. Sie haben eine Voltec Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Friedliche Lösung erreichen Sie durch überlegene Feuerkraft. Ihre Fähigkeit Energiewaffe wurde dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Alles klar, sehr schön. Damit haben wir doch eigentlich schon... Oh, ein Stealth Boy. Nice one. Damit haben wir doch eigentlich alles gefunden, was wir hier finden wollten, oder? Wollen wir jetzt zu dem President gehen, Leute? Ich bin sogar überladen. Ah, hier ist noch was verschlossen. Da muss ich natürlich nochmal einen Blick riskieren. Ach, sie spielt Don't Starve. Okay. Deswegen kommt Combat jetzt wieder zu uns. Das heißt, Combat feiert Sims mehr als Fallout. Wie kann er nur? Nein, jedem das Seine. Buffer Augmented. Oh, irgendeine Zerstörungssequenz. Die hören wir uns aber an. Aber erstmal muss ich irgendwas loswerden. Kann ich noch irgendwas reparieren? Die Laserpistole. Oh, die ist aber teuer. Die werde ich gerne verkaufen. Warte, wir haben bestimmt hier irgendwas, was wir essen können. Habe ich mir gedacht. Ah, hier haben wir noch ein Dingens. Waffenlos um 1 erhöht. Gar nicht mehr dran gedacht. So, siehst du, und schon können wir uns wieder hier munter fortbewegen. Quick Save! Ah, der Combat. Okay, so, jetzt können wir hier durch und dann... Achso, ja, hier drüben war ja dann schon der Raum, ne? Ja, genau, hier sind wir schon wieder richtig. Komisch, dass die Soldaten hier nicht gegen mich gehen. Krass eigentlich, dass sie die abballern, weil die waren ja eigentlich nicht böse, wenn man es mal so sieht, ne? Die haben ja nichts gemacht. Aber hey, wer bin ich, dass ich die Befehle des Präsidenten hier in Frage stelle? So, Waffe weg. Mr. President, Herr Barack Obosta. Moin, moin. Ah, die Sequenz. Sorry. Sorry, lass uns die Sequenz anhören. Klar, habt ihr recht. Ich bin nicht wirklich sicher, ob man Eden trauen kann. Und ich glaube, er weiß, dass ich ihm nicht vertraue. Aber ich glaube nicht, dass er weiß, dass ich die Notfallzerstörungssequenz für seine Konsole habe.
Prioritätsaußerkraftsetzung. Autorisierungscode 42003209 und BUM! Es sollte natürlich der letzte Ausweg sein, aber zumindest ist es möglich. Okay. Okay, jetzt raff ich nichts mehr. Ich hoffe, jemand hat sich die Zahl gemerkt, falls sie gleich abgefragt wird. Ist der Präsident jetzt auf unserer Seite oder nicht? Oder ist das auch nur Verrat? Ich hab's nicht mehr in Erinnerung. Fallout 3 ist zu lange her einfach für mich. Hier ist eine Blume! Der hat eine... Von Angesicht zu Angesicht. Endlich! Es ist höchste Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin erfreut, dass Sie es geschafft haben. Ich hätte mir die Reise anders vorgestellt, aber so konnten Sie immerhin zeigen, was Sie können. Moin Rocket, grüß dich. Noch gar nicht gesehen, dass du da bist. Nabend. Es ist eine Freude, Sie zu treffen, Mr. President. Sie sind wirklich liebenswürdig. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ich wollte schon seit langem Ihre Bekanntschaft machen. Wir beide haben viel zu diskutieren. Alles klar, gute Nacht, Mucki. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Schlaf gut. Sprengen die Blume. Was kann ich für Sie tun, Mr. President? Sie und ich haben die Chance, die Lebensqualität in diesem Land für alle zu verbessern. Ich möchte, dass Sie dafür sorgen, dass diese Chance nicht vergeudet wird. Ich hoffe, Sie sind sich im Klaren darüber, dass ich eine Menge Vertrauen in Sie setzte. Ihre Anwesenheit hier ist der Beweis dafür. Welches Land? Schauen Sie sich doch mal um. Alles ist zerstört. Das ist aber eine recht pessimistische Einstellung. Meinen Sie nicht auch? Die Vereinigten Staaten durchlaufen schwere Zeiten, richtig. Aber es wird auch wieder bergauf gehen. Sie haben die Macht, diesen Wandel herbeizuführen, wenn Sie nur in Aktion treten. Worum ich Sie bitte, erfordert eine Erklärung, damit Sie verstehen, weshalb es notwendig ist. Vielleicht wird Sie das zum Handeln animieren. Okay. Bitte weiter, ich höre fasziniert zu. Während die Mutanten ihr Unwesen treiben, können die guten Menschen dieses Landes die Kontrolle nicht wiedererlangen. Weder meine Soldaten, noch die Sekte, mit der sie in Kontakt gekommen sind, diese stählerne Brüderschaft, können den Lauf der Dinge aufhalten. Unsere Gesellschaft, unsere Welt, muss von Supermutanten und Ghulen befreit werden, bevor wir weitere Fortschritte machen können. Wo andere gescheitert sind, wird die Arbeit ihres Vaters, glaube ich, erfolgreich sein. Cycler hat gefragt, was ist mit Kanada? Die leben noch vernünftig. Ich glaube, Kanada wurde von den Vereinigten Staaten annektiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, ich muss wirklich mal so eine kleine Reihe machen auf YouTube mit Fallout Storyline und sowas, weil viele Leute die Story, glaube ich, hinter Fallout noch gar nicht so wirklich kennen. Das wäre eigentlich vielleicht gar nicht mal so schlecht für die Leute, die es interessiert. Ich weiß aber nicht, wie groß das Interesse ist, sowas mal zu machen. Oder auch, wo die, wie die Supermutanten entstanden sind zum Beispiel. Oder die Todeskrallen und all sowas. Viele Leute wissen es gar nicht. Ich werde alles geben, wenn ich dafür mutantenlos werde. Ich hatte gehofft, dass Sie meiner Meinung sind. Nach Aktivierung des Aufbereiters kann er zur Verbreitung von Giftstoffen eingesetzt werden, die mutierte Kreaturen über das Trinkwasser vernichten. Je länger er läuft, desto sauberer wird unsere Welt. Sorgen Sie dafür, dass er anläuft und die notwendigen Modifikationen vorgenommen werden. Ach du heilige Leute. Ey, wollen wir das machen? Oh, Leute. Wollen wir das wirklich vergiften, sodass alle Mutanten draufgehen? Das klingt gut, sagt der Zapfhahn. Meinst du die Idee mit den Videos oder meinst du, das Trinkwasser zu vergiften? Aber Leute...
Mutanten sollte man eigenhändig töten, sagt Fett ist best. Okay, gehen wir mal die Vorteile durch. Gut, klarer Vorteil, wenn wir das machen, Supermutanten sind tot. ihr müsst aber auch überlegen, Leute, dass ja auch zum Beispiel die Ghule sterben und es sind ja nicht alle Ghule schlecht. Also wir würden viele Leute damit töten, ich weiß nicht. Ich würde es nicht machen. Es hört sich nicht danach an, als ob ich da irgendwie helfen könnte. Ihre Rolle bei dem Ganzen ist wirklich sehr einfach. Vor Ihnen liegt eine Ampulle mit einem modifizierten FEV-Virus, die in die Steuerkonsole des Aufbereiters eingesetzt werden muss. Haben Sie das getan und den Aktivierungscode eingegeben, wird der Aufbereiter aktiviert und der Prozess läuft automatisch ab. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Vergessen Sie es, das mache ich nicht. Ich finde das sehr bedauerlich und äußerst enttäuschend. Ich fühle mich gezwungen, Sie auf die Schwere der Situation hinzuweisen. Ich kann Sie nur gehen lassen, wenn Sie die Ampulle an sich nehmen. Okay. Oha, was wollen wir davon nehmen? Ich finde die beiden jetzt ziemlich nice. Ah, stimmt, wir kennen den Selbstzerstörungscode. Ah. Was wollen wir sagen, Leute, von den drei Sachen? Schreibt mal 1, 2 oder 3 in den Chat. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, ich will schon, dass die tot sind, aber ich habe halt ein schlechtes Gefühl dabei. Die meisten Leute sagen 1. Ein paar Mal stand 2. Cycler schreibt alle Zahlen scheinbar. Cycler hat 3, 1 und 34 geschrieben. Okay, deutlich, die meisten sagen, haha, ich kenne den Selbstzerstörungscode. Ach, tatsächlich? Täuschungsmanöver sind nicht ganz ihr Stil, oder? Sie haben doch keinen Grund, mich zu bedrohen. Der Code lautet... Oberste Priorität, Autorisierungscode 4203209. Ich, mein lieber Scholli. Basislevel Zugang gewährt. Programmeingriff O923. Autorisierung J512. Selbstzerstörungssequenz initialisiert. Der Zivilist wird gebeten, die FEV-Ampulle zu sichern und die Einrichtung sofort zu verlassen. Ich sichere hier gar nichts. Ich brauche einen Schlüssel, ich muss die Ampulle mitnehmen. Ich muss sie ja nicht aktivieren, aber ich möchte hier gerne raus. Raus mit uns, Leute. Sauber, die Enklave wird hier niedergemäht. Oh, what the... Achso, da war ein Flammenwerfer. Ich dachte gerade schon, was war das denn für ein guter Schuss von mir? Red Away. Warum haben die Soldaten der Enklave hier kein Dingens mehr? Da geht's nicht weiter, wa? Lass mich raten. Okay. Hätte ich mir auch denken können, so wie das geblitzt hat. Nimm die Blume! Alter... Okay, die hauen ab. Boah, hier geht's richtig ab jetzt. Die ballern ja alle nieder jetzt, ey. Krasser Shit, ey. Party geht hier richtig los jetzt. Ich hoffe, dass wir hier noch rauskommen. Finger, Mikrofons, das Plasmagewehr nehmen wir wieder mit, damit wir unseres hier wieder ein bisschen upgraden können. Oh, hier gibt es wieder mega viel Muni. Wo ist das Terminal dafür? Da links. Oh, da wurden sie gesprengt. Oh, Rakete! Okay, ich gehe hier ans Terminal.